So, da sind wir wieder. Also da ist irgendwas Komisches an der Wand und da haben wir eine Tür geöffnet mit einer Münze, die einfach direkt vor der Tür lag, was ich echt komisch finde. Was steht denn da? Nur die Berührung des passenden Spruches wird den Edelstein befreien und nur der Feuerstab kann es halten oder tragen. Okay. Also nur der richtige Spruch wird denn dieser Plasmaspruch sein, den wir jetzt schon so oft benutzt haben. Das war, nehmen wir mal ganz leicht, den, was sagt mein College-Block, den und den. So. Das war jetzt einfach und was müssen wir jetzt machen? Den Stab nehmen. Ha! Also, was kannst du jetzt? Invoke, Fuse und Flux Cage. Also in der Leseecke stand was davon, dass man irgendwelche Dinger errichten kann, um was einzusperren. Das wird dann wohl der Cage sein. Und Fuse hat irgendwas gemacht. Unser Auftrag war es ja, Lord Chaos und Lord Order wieder zusammenzubringen, durch den Feuerstab zu dem Grauen Lord, also diesem Überwesen, das am Anfang da war. Bevor es halt sich selbst aufgespalten hat mit dem Stab. Also werden wir wahrscheinlich diese Fähigkeit benutzen müssen auf Lord Chaos oder Lord Order oder beide zusammen. Irgendwie so. Und vorher müssen wir die einsperren. Okay. Invoke. Macht eine Giftwolke. Okay, wir haben ja gerade abgespeichert. Den Speicherstand, also 71, merke ich mir mal. Oder ich mache 9, das ist sicherer. So, 72, Achtung, Ausrufezeichen gibt es nicht, Ladungen, Fragezeichen, so, ich habe den jetzt einen komischen Namen gegeben, weil ich habe den Verdacht, dass der Stab auch Ladung hat, wie jeder andere Stab, und wenn wir jetzt zu oft dieses Invoke oder was auch immer benutzen, dann können wir irgendwann das Spiel nicht beenden. Und das wäre doch ziemlich ärgerlich. So, also das Ding haben wir da jetzt rausgeholt. Hier ist sonst nichts. Nö. Dann gucken wir doch mal hier lang. Durch diese viel zu leicht zu öffnende Tür. Okay, also es gibt nur einen Weg eigentlich. Das ist eine Schnellstraße quasi. Und hier ist nur ein Altar. Achso, die Programmierer gehen wohl davon aus, dass man bei dem Kampf gegen den Drachen auch einen Helden verliert. Tja, die haben nicht mit meinen Strafe-Künsten gerechnet. So, also müssen wir jetzt. Oh. Ah, man muss jedes Mal eine Münze einwerfen, wenn man zum Altar will. Okay, auch eine schöne Anspielung auf die Kirche. Aber gut, lassen wir das. So, ist hier noch irgendwo irgendwas drunter? Wir sollten die Asche mal in die Ecke packen. Nicht unbedingt auf die Goldmünzen. So, dumm, die dumm. Also ja, wenn ich Platz über hätte, würde ich die ganzen Edelsteine mitnehmen. Also zum einen, weil wir vielleicht irgendwo nochmal auf ein Rätsel kommen, wo wir ganz viele Edelsteine brauchen. Oder weil das vielleicht irgendwelche Bonuspunkte oder so am Ende gibt, wenn man mit möglichst vielen Schätzen hier rauskommt. Denn wir sind ja schließlich Abenteurer und wir machen das Ganze ja nicht für lau. Wir wollen ja auch schön mit Juwelen und Goldmünzen und was weiß ich hier wieder rauskommen. So, ich glaube, das war's an Aschehaufen. Den Stein hatten wir auch schon überall geguckt, ne? Ah, hier ist noch eine Silbermünze. Aber Silbermünzen brauchen wir auch nicht unbedingt. Irgendjemand ist überladen. Na, bin ich? Er ist überladen. Ah, dann braucht er neue Tränke. Kriege ich das so zusammen? Nee. Die Schriftrolle haben wir noch. Bitte sag mir, dass wir die Schriftrolle noch haben. Ja. Also Full Bro Q. Das war Full. Das war Bro. Hallo? Nochmal Full Bro Q. Und nochmal Full Bro Q. Das reicht jetzt hoffentlich. So. Und jetzt gibt es hier nur
einen Ausgang, richtig? Gucken wir mal kurz außen rum. Ja, hier ist die Treppe hoch. Wir gehen einfach einmal weiter rechts an der Wand lang, um zu checken, ob hier noch. War da gerade was an der Wand? Ach, nur Kratzer. Ob hier noch irgendwo was ist. Nee, hier geht's wieder zu dem Gem of Power. Nö, dann müssen wir also wohl wieder hoch. Okay. Das heißt, wir speichern jetzt nochmal ab, denn die Dämonen werden nicht einfach sein. Und 73. Zack. So, und trinken nochmal ein bisschen. Und dann hauen wir uns hin, damit Elijah wieder volle Mana hat. Guti. Also wir scheinen gut voranzukommen. Jetzt, wo wir wissen, dass wir nicht bei dem Magnifying Glass Dingens da weiterkommen müssen. Aber es ist schon komisch. Wir brauchen den roten Schlüssel bisher noch gar nicht. Also dieser ganz langen Treppe runter. Weil hiermit dürften wir eigentlich jetzt schon gegen den Endgegner kämpfen können. Wo auch immer der sich aufhält. Aber hier ging es nicht weiter runter. Das heißt, das wird das unterste Level gewesen sein. Außer ich habe irgendwas übersehen. Na gut. Oben bei den Dämonen gab es noch jede Menge Fallgruben, obwohl die werden wahrscheinlich hierher führen. Und vielleicht gibt es da noch Nebenräume. Aber das müssen wir dann gucken. Also, erstmal brauchen wir Feuerschild. Wir brauchen Magieschild. Und wir brauchen Blitzsträhle. Feuerball, okay. Blitzstrahl, okay. Also, ich bereite jetzt Blitzsträhle vor. Weil im Eifer des Gefechts zauber ich die recht selten, weil die zu lang sind. Das heißt, wir ballern erstmal jetzt eine ganze Breitseite mit Blitzstrählen und danach spammen wir Feuerbälle und drücken immer schön den Würfel. So. Oh, Dämon. Wer steht rechts? So, jetzt kommt mein Test, ob er Feuerbälle macht. Cosmo. Oh oh, er macht Feuerbälle. Und ich laufe hier im Kreis und sterb und. Ja. Super Panikreaktion. Und warum fliegt ihr durch uns durch? Ach so, weil wir links stehen. Ja. Also, nochmal das Ganze. Sind wir jetzt vorbereitet? Nein, sind wir nicht. Ja, so schnell lasse ich mich ablenken. Ich stand da echt, habe mich falsch gedreht, bin gegen Wände gelaufen, habe nicht die richtigen Zauber zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und das alles nur, weil ein Haufen Pixel vor mir steht. Aber gut. So. Wir nehmen jetzt gleich den Würfel und sobald wir um die Ecke kommen, drücken wir den auch. So, so. So. Und wir haben vergessen, einen abzustellen für die Zauber. So, hier ist da hinten irgendwo der Dämon. N, den Flugzeug. O, N, E. Einfrieren. Nächster Würfel in die Hand und hinter. Und er ist natürlich nicht da. Okay, wir gehen einfach rechts an der Wand lang, gucken, was hier noch irgendwo ist. Wusch, wusch, wusch. Einfrieren. Wusch, wusch. Ah! Okay, wir haben einen Dämon umgebracht. Und ich denke, das ist Lord Chaos. Denn Lord Order sah genauso aus, als wir ganz oben waren und von ihm umgebracht wurden. Aber gut, einer ist tot. Das soll mir jetzt erstmal reichen. Das heißt, wir schlafen jetzt nochmal. Bereiten schon mal die nächsten Boxen vor. Dann gehen wir gleich wieder hoch, bringen wieder einen Dämon um, gehen wieder runter, bringen wieder einen Dämon um und so weiter. Bis keine Dämonen mehr da sind, damit wir eine schöne Tanzfläche haben, um diesen Lord Chaos anzugreifen. Wie auch immer wir das machen sollen. Wir sollen ihn einsperren. Wir haben den Sicherheitssafe, wo der noch alle Ladungen hat. Das heißt, wir probieren jetzt hier unten mal aus, was das mit diesem Cage auf sich hat. Also Invoke war dieser komische Schleimball. Fuse macht einfach irgendeinen Zauber. Das ist wahrscheinlich dieser Spezialzauber, um das Spiel zu beenden. Oder zumindest diese beiden Lords zu vereinigen. Und der Cage ist ein Feld. Okay. Das macht ein ganzes Feld zu so einem
Netz. Das heißt, wir müssen jetzt einfach da hochlaufen, den Cage auf den Lord Chaos machen und dann Fuse. Das wäre ein bisschen zu einfach für einen Endkampf, oder? Na gut, das können wir gleich mal testen. Erstmal brauchen wir wieder Magieschutz, Feuerschutz und schießt irgendjemand? Wo kommst du jetzt her? Ah, da ist ein Dämon. Einfrieren. So, oh, da kommt Lord Chaos. Cage. Klappt nicht. Wie klappt nicht? Cage? Ah, okay, er kann nicht durch. Aber wenn wir es direkt auf ihn zaubern, dann hat es keine Wirkung. Also wir müssen echt so ein kleines Gitternetz bauen um ihn herum. Und dann ihn irgendwie. Irks. Und dann ihn irgendwie fusen, wie auch immer das gehen soll. So, noch jemand Wunden? Ja, du hast eine. So, Würfelbox. Wo? Das ist nicht die Würfelbox. Würfelbox? Ja. Mann, 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 das wird ja richtig spannend hier. Also ich merke gerade, wie ich ein bisschen aufgedreht bin. All das der Endkampf sein könnte. So, Box. So. Schutz vor Magie, neuer Schutz vor Feuer und der Rest ist vorbereitet. Jo. Also, einfrieren und los geht's. Da ist Lord Chaos, da ist ein Dämon, der nicht eingefroren ist. Warum auch immer, einfrieren. Und Lord Chaos tanzt währenddessen um uns rum. Das ist nicht beruhigend. Absolut nicht beruhigend. Komm, stirb, 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 stirb. Ah, gut. Zweiter Dämon tot. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, runter. Okay. Als wir das allererste Mal hier unten waren, haben wir drei Dämonen gesehen, richtig? Ich glaube schon. Mach du mal einen höheren Feuerball. Du auch. Du bereitest schon mal den Schutzzauber vor und du bereitest den anderen Zauber vor. So, schlafen. Mann, Mann, Mann. Okay, wie machen wir das am besten? Am besten gehen wir in eine Ecke, lassen den Lord Chaos nah an uns rangehen, strafen einmal um ihn rum und machen dann so ein Feld um ihn herum. Oh, und wir können das Horn benutzen. Auch wenn ich irgendwie nicht glaube, dass der Lord des Chaos sich von so einem Horn einschüchtern lässt, aber ein Versuch ist es wert. So, Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie und nehmen wir mal die ganz großen Geschosse. So, und eigentlich solltest du einfrieren. Da ist er auch schon. Das ist Dämon Nummer 3. Boah, halten die viel aus. So. Jetzt haben wir Lord Chaos auf den Fersen. Wo ist eine schöne Ecke? Hier ist eine Ecke. Oh, da war ein Blitz. Nicht schlafen, bist du wahnsinnig? Und ich habe mich abgespeichert. Nicht gut. Na gut, bringen uns um. Das war jetzt doofes Timing. Ja, jetzt dürften noch alle Dämonen leben, richtig? Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Na gut, wir haben rausgefunden, wie es mit dem Flux-Dingens da funktioniert. Und wir wissen, dass wir die Dämonen relativ einfach umbringen können, solange sie einfach nur genug Schaden fressen. Das heißt, ihr bereitet wieder eure Feuerbälle vor. Du machst den Schutz vor Feuer. Und du machst den. So, nochmal das Ganze. Ja, es ging recht flott, ne? Also der magische Angriff von Lord Chaos hat mal eben drei von unseren Leuten gewone-hittet. Obwohl wir magischen Schutz und magischen Feuerschutz und was weiß ich alles hatten. Das ist schon übel. So. NE. NE. Und
Einfrieren. Und los. Und du stehst da, scheiße. Ich wollte eigentlich nicht hier in die Ecke gedrängt werden von dem Lord Chaos. Schon gar nicht ein Artillerieduell gegen ihn austragen. Aber gut. Ja, definitiv keine gute Ecke für ein Artillerieduell. Vor allem nicht, wenn die Zaubersprüche von dem uns one-hitten können. So. Schlafen. Und er scheint auch nicht von den Würfeln beeinflusst zu werden, was recht ärgerlich ist. Die Dämonen übrigens manchmal auch nicht. Warum auch immer. Aber gut. Schutz davor, Schutz davor und Feuerball und Feu. Ups, das ist kein Feuerball. So, wieder hoch. Ich laufe jetzt erstmal und gucke dann, wo die Dämonen sind. Da ist schon mal Lord Chaos, das ist nicht gut. Und da sind zwei Dämonen. Zwei Dämonen sind mir doch zu viel. Ich laufe mal einfach weg. Da ist ein Einzelner. Du stirbst jetzt ganz schnell. Steht falsch. Nicht gut. Stirb, doofes Ding. Komm, bring uns um. Und da kommt noch Lord Chaos. Ja, bring uns um, Lord Chaos. Wir haben es nicht verdient zu leben. Und er kann auch noch fliegen. Ja, definitiv ein starker Gegner. Warum leben wir immer noch? Komm, bring Gosmog um. So. Na gut, dann machen wir jetzt mal wieder einen Cut und dann sehen wir uns nächste Folge, wo wir es hoffentlich schaffen, um das Spiel zu beenden. Also bis dann.